Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr es sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ein Video, da habe ich mich schon lange drauf gefreut und ich bin wirklich froh, es endlich zu euch an die Bildschirme, Monitore, Samsung-Geräte, iPhones, iPads, Tablets, PCs, Laptops, Fernseher, mehr fällt mir nicht ein, endlich zu euch rüberzubringen. Und zwar, wie nutzt man in COD, jetzt in Black Ops 4 und generell im nächsten COD die Minimap eigentlich richtig? Das ist das kleine runde Ding, was ihr links oben von euch seht. Die meisten oder viele sagen, hey, da brauche ich nicht viel nutzen. Ich sehe, wo meine Teammates sind und ich sehe, wenn ich eine Drohne habe, wo mein Gegner ist. Und wenn einer schießt, sehe ich den auch. Das Ganze hat noch ein paar andere Dinge. Und eine Minimap in COD nutzen ist elementar, damit ihr ein guter Spieler seid, damit ihr besser werdet, damit ihr bessere Runden habt, damit ihr mehr Spaß habt, damit ihr mehr Runden gewinnt. Die Minimap ist das A und O. In Hardcore, das ist der Unterschied, ihr wisst es, habt ihr keine Minimap, es sei denn, ihr habt eine Drohne, dann wird die Minimap für die Zeit, wie die Drohne aktiv ist, angezeigt. Hardcore hat ja natürlich noch ein paar andere Nachteile, ihr seht nicht, wie viel Munition ihr habt natürlich das Problem, dass ihr im Prinzip kein HUD habt, also kein Display vor euch. Ihr seht nur euch, die Karte, ohne die Minimap, ohne Energie, ohne Munitionsanzeige und ihr seid One-Shot. Das heißt, wenn ihr Freunde von Drohnen seid, dann könnt ihr Hardcore spielen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, spielt nicht Hardcore. Das hat nicht viel mit Gunskill zu tun, weil viele Leute campen, sich nicht bewegen und. Wenn ihr eine Runde COD spielt, dann wollt ihr auf der Minikarte im Prinzip drei Kerninformationen haben. Und das sind nicht, da ist der Gegner, da sind meine Teammates und da kann ich langlaufen. Die Kerninformationen, die ihr haben wollt, und ich garantiere euch Leute, wenn ich COD spiele, ich gucke zu 70% einer Runde auf die Minimap anstatt auf die Karte vor mir. Ich gucke mehr auf die Minimap, als dass ich auf die Karte gucke. Drei Optionen gibt es auf dieser Minimap für euch, die ihr für euch erfassen und verarbeiten wollt. Die allererste, und das ist die elementarst wichtigste. Wir gehen davon aus, dass ihr besser spielen wollt. Besser als so, wie ihr es bisher normalerweise macht. Die erste Info, die ihr unbedingt filtern müsst. Nicht, wo sind die Gegner, sondern wie weit bin ich von meinen Teammates entfernt. Wenn ihr auf der Karte 5 von euren Teammates seht, die in einem kleinen Radius nebeneinander stehen, wollt ihr nicht mal in der Nähe davon sein. Ihr wollt komplett gegenüber diagonal woanders sein. Das bedeutet nämlich, wenn ihr diagonal, das heißt, hier sind die Teammates und ihr sollt hier hinten sein. Das bedeutet zum ersten, ihr seid weit weg von denen. Das zweite, ihr habt die Gegner flankiert. Und das dritte, ihr habt den gesamten Gegnerspawn richtig schön an der Seite vor euch, genau da, wo ihr hin wollt. Die zweite Option, die euch die Karte bietet, wieder sehr wichtig für euch. Ihr seht, wann ändert sich der Spawnpunkt von dem Teammate, der gerade gestorben ist? Ihr guckt links unten kurz hin in den Killfeed und seht, okay, da ist ein Teammate gerade gestorben. Und dann guckt ihr auf die Karte und guckt euch an, wo in Echtzeit der Spawnpunkt von eurem Teammate ist. Das ist ein bisschen Übung, das machen nicht viele. Die gucken immer nur, wo sind die meisten Punkte? Da, okay, da laufe ich auch hin. Da kriegt ihr nicht so viel ab. Da kann man eine Granate reinfliegen, da kann man einen Hund langlaufen und dann seid ihr zu 4, zu 5 einfach ganz schnell tot. Das heißt, ihr guckt auf die Karte und guckt euch, sobald ein Gegner unten einen eurer Teammates getötet habt, guckt ihr euch sofort an, wo links oben auf der großen Minimap euer Teammate spawnt. Und genau da wollt ihr in dem Moment nicht sein, denn der spawnt meistens, wenn er auf der anderen Seite der Map spawnt, genau da, wo auch die nächsten Teammates spawnen. Ihr wollt dann da bleiben, wo ihr seid. Ihr wollt euch ein bisschen, ich sag mal, herausfordern. Ihr wollt versuchen, die Gegner, bevor sie aus dem Spawn rauskommen, schon zu killen. Das hat nichts mit Spawn-Trappen zu tun, sondern Abfangen. Wenn ihr wisst, wo die Gegner spawnen, wissen sie in der Regel nicht, dass ihr in der Nähe seid. Das heißt, ihr könnt auch einen Schalldämpfer nehmen. Ihr wollt das ausnutzen. Ihr wollt von der Seite zwei Kills machen. Dann rotiert ihr auf der Karte, guckt ihr einfach, wo der beste Weg ist, um zurück zu rotieren. Lauft 10 Meter zurück und macht das gleiche von vorne. Das ist der zweite elementare Punkt, der bei euch auf der Karte euch anzeigt, was ihr machen müsst und wie ihr euch bewegen müsst. Dazu kommt, gerade in Black Ops 4, oder es ist das erste und wahrscheinlich einzige und letzte, was es so hat, wir haben hier den Kriegsnebel. Das heißt, auf der Karte seht ihr, wenn ihr mal jetzt genau darauf guckt, von jedem von euren Teammates einen kleinen Kegel, genauso wie von euch. Dieser Kegel
macht die Minimap etwas heller. Das ist der Sichtbereich, den eure Teammates und ihr habt. So könnt ihr zum Beispiel sehen, das funktioniert aber auch nur in diesem COD hier. Wenn ihr jetzt seht, dass ein roter Punkt vor eurem Teammate ist, dann ist das zu 99%, weil der Teammate den Gegner gesehen hat. Der Gegner hat zwar nicht geschossen, er taucht trotzdem auf der Minikarte auf, weil er im Blickfeld ist. Ihr könnt das zu eurem Vorteil nutzen, indem ihr Teamlink als Perk dazu nehmt. Teamlink macht nämlich was ziemlich Geiles und das ist ganz einfach. Teamlink vergrößert den Radius von allen euren Teammates, was sie sehen können, bei euch auf der Karte. Das heißt, ihr könnt das für euch nutzen und natürlich für Hardcores wieder sehr hilfreich. Teamlink zeigt euch durch Wände blau markiert an, wo sind eure Teammates, wo müsst ihr nicht hinschießen, wo könnt ihr nicht hinschießen. Für Hardcore ist das nicht zu unterschätzen, deshalb kann ich es für Hardcore definitiv empfehlen. Für den normalen Modus eher weniger, weil es da nicht so viel Sinn macht. Wenn ihr diese drei Punkte auf der Minimap vor euch für euch analysiert habt, dann wollt ihr die drei Kernpunkte in eurem Kopf sicher, wirklich sicherstellen, so dass ihr die Möglichkeit habt zu flankieren. Guckt euch auf der Karte an, welche zwei Wege habt ihr. Jede Treyarch-Map und im Prinzip fast jede COD-Map ist eine Freelane-Map. Das bedeutet, es gibt einen Weg links, einen in der Mitte, einen rechts. Ihr wollt flankieren, das heißt, ihr habt von drei Wegen nur noch zwei zur Auswahl, den linken Weg und den rechten Weg. Und ihr wollt immer den Weg nehmen, wenn ihr bessere Gameplays erspielen wollt und auch wenn ihr ein bisschen mehr herausfordern wollt, wo die meisten Leute laufen. Und wenn ihr jetzt auf die Karte guckt, die wir jetzt gerade hier haben, auf der Map, dann wisst ihr, dass die rechte Seite davon die ist, wo die meisten Leute laufen und die linke Seite, wo die kleine Brücke mit dem ganz viel Wasser ist, da laufen eher weniger rum. Wenn ihr hier auf der Karte durch die Mitte lauft, wisst ihr, ihr habt nur den Weg nach rechts und links ins Wasser und es ist sehr offen. Das heißt, überlegt euch, wie möchte ich spielen? Möchte ich eher etwas vorsichtiger spielen? Dann nehmt ihr immer von diesen drei Strecken die eine Strecke rechts oder links, die am wenigsten benutzt wird. Insgesamt nach 3, 4, 5 Runden wisst ihr das auch automatisch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Runde von euch bisher vielleicht, wo seid ihr bisher am meisten lang gelaufen, ihr könnt es über die Companion-App von Call of Duty probieren. Manchmal funktioniert die App. Die hat so eine Art Heatmap für euch. Das heißt, die zeigt euch an, in welcher Runde, auf welcher Map ihr euch wann am meisten bewegt habt. Wo habt ihr die meisten Kills gemacht? Und wenn ihr euch das anguckt, könnt ihr auch sehen, wo ihr am meisten gestorben seid. Merkt euch diese Strecke, vielleicht diese Seite, vielleicht ist das irgendein Hitlitch, ein Headlitch, wo ihr immer wieder reinrennt. Die zeigt euch genau an, wo diese Tode stattgefunden haben. Und wenn ihr euch das nicht merken wollt, könnt ihr es ganz einfach für euch nutzen und meidet diesen Weg dann in dem Fall zum Beispiel. Die Minimap ist elementar und ich habe bei diesem 2 gegen 2 Modus von Modern Warfare gesehen, dass da keine Minimap ist. Und ich weiß aber, dass es nur für diesen Modus, ich glaube King Modus heißt der, der ist nur für diesen Modus, oder die Minimap ist nur da, oder das Radar, wie ihr es nennen wollt, nur da deaktiviert. In den normalen Modi im Multiplayer habt ihr die Minimap, das heißt, da könnt ihr euch auch wieder drauf verlassen. Nutzt, wenn ihr zum Beispiel eine Drohne anfordert oder ein Teammate eine Drohne anfordert, nutzt einen Vorteil, den ihr habt. Und zwar, der erste Ping von der Drohne zeigt immer alle Gegner an, selbst wenn sie Geist haben. Das ist hier in Black Ops 4, in anderen Spielen war es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass das Geist in diesem Spiel nicht so viel bringt und dass man im vollen Sprint sein muss. Aber bisher war es, glaube ich, fast immer so, alle Gegner wurden angezeigt, zumindest mit dem ersten Ping. Das heißt, wenn ihr vielleicht die Ahnung habt, dass die Gegner mit Geist spielen könnten, haut die Drohne raus und guckt sofort auf das Radar. Merkt euch, wo die roten Punkte sind und guckt, wenn ihr die Zeit habt, in welche Richtung diese Punkte gelaufen sind. Ihr habt immense Vorteile, wenn ihr mehr Zeit auf das Radar guckt, als wenn ihr auf den Bildschirm und auf euer Gameplay an sich guckt. Die einzigen drei Momente, wo ihr nicht auf die Minimap gucken wollt, ist, wenn eine Konterdrohne aktiv ist, wenn ihr gerade in einem Gunfight seid oder wenn ihr gerade auf der Karte, auf der Minimap gesehen habt, dass ein roter Punkt in die Nähe von euch gekommen ist. Dann wollt ihr auf die Karte gucken und wollt den Gunfight lieber gewinnen. Das sind elementare Sachen, die man wirklich beherzigen sollte, damit man in Call of Duty mit der Minimap besser arbeiten kann. Ein kleiner Tipp für euch, in früheren Call of Duties, und hier geht das genauso, ist es so, dass ihr den Sicherheitsbereich von eurem Bildschirm anpassen könnt. Der Sicherheitsbereich bedeutet im Prinzip, wie viel von der Map vor mir will ich überhaupt sehen. Und umso kleiner ihr das macht, umso näher kommt die Karte von links oben etwas zentrierter. Das können manchmal nur 1 oder 2 cm sein, immer auch abhängig davon, was für ein Bildschirm habt ihr, was für Einstellungen habt ihr. Ich habe meinen Sicherheitsbereich immer auf das kleinstmögliche,
Das hat den einfachen Grund, dass die Minikarte ein bisschen, oder die Minimap, ein bisschen näher an eure Augen rangeht. Und umso kürzer der Weg zwischen euren beiden Augen und der Minikarte ist, umso besser und öfter könnt ihr drauf gucken, ohne vom Gameplay oder von dem, was vor euch passiert, abgelenkt zu werden. Dazu habt ihr unter Grafik in die Einstellung die Möglichkeit, die Minimap entweder rotieren zu lassen oder einzeln durchlaufen zu oder fest durchlaufen zu lassen, so dass sie sich nie bewegt. Macht immer rotieren, ihr müsst euch dran gewöhnen. Eine rotierende Minikarte hilft euch, egal ob ihr unter Wasser seid, nach rechts lauft, nach links lauft, immer die ordentliche Richtung vor euch zu haben. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, euch haben die Tipps so ein bisschen geholfen. Das ist auf jeden Fall etwas Elementares, da wollte ich schon immer mal irgendwie drauf eingehen und jetzt, wo es ja hieß, Modern Warfare wird vielleicht keine Minimap haben, war es ein passendes Thema. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr vielleicht noch neue Tipps zur Minimap habt, schreibt in die Kommentare, ich würde mich drüber freuen. Lasst mir gerne ein Like da, das wäre so schön. Vielen Dank, ich bin raus, haut rein.